Guten Tag und willkommen zurück hier bei Mario Kart 8 Deluxe. Wir zocken weiter mit dem Glückskatzen-Cup und heute werden wir auch das Ninja Dojo spielen. Bin schon mega gespannt. Ninja Dojo habe ich mega Bock drauf. Ist halt eine neue Strecke, die ich noch nie gespielt habe. Also richtig fett Bock. Was soll ich machen? Let's go. Tokyo Tempo Tour, Alter. Ich bin gespannt, wie es läuft. Beim letzten Part hatten wir etwas Schwierigkeiten, da um die Kurven zu kommen. Nur ich weiß nicht, ob das war, weil ich ungeübt war. Oder weil das halt einfach Strecken aus dem Mobile-Game sind. Ich weiß es nicht. Einfach mal schauen. Oh, nein. Panzer nach hinten. Genau so sieht's aus. Hier sind die Strecken. Hier sind die Kurven, aber nicht so scheiße. Die sind sehr gut machbar. Und ich denke, hier werden wir auch instant. Oh. Auf was? Den ersten Platz belegen, wollte ich sagen. Was war das denn? War es eben schon so oder hat sich die Strecke geändert? Die Strecke hat sich geändert, ne? Scheiße. Wie es die Strecke geändert hat, Alter. Was soll das? Okay, ihn direkt abgebremst. Da war ein blauer Panzer, ne? Ich dachte, er geht auf mich. Alter, richtig Lack gehabt. Galt gerade noch so. Aber cool, dass... Scheiße. Ja, okay. Wenigstens ist der Blitz eingeschlagen. Das hat meinen Fehler nochmal gerettet. Wäre ich einfach nur gegen Steinblock gefahren, das wäre richtig schlimm gewesen. Aber durch den Blitz alles gut. Nice. Nochmal Lack gehabt zum Ende. Zum Glück kam da der Blitz. Let's go. Nächstes Rennen. Das war sehr cool. Also mich hat das zwar erst angepisst, dass die Strecke geändert wurde, weil ich da dann einfach gegen die Wand gefahren bin. Aber gut, ist natürlich besser. Ist natürlich geiler, wenn sich die Strecke verändert. Sehr cooles Feature. Aber gut, klar, dass mich das im ersten Moment anpisst. Scheiße. Moment, was ist das hier überhaupt für eine... Ecke, kann man nicht sehen, okay. Irgendwie Toads Highway oder so, kann das sein? Scheiße, ey. Wie man... Oh. Wenn man nur noch abprallt von Autos, ist auch sehr witzig. Ich glaube, die Strecke ist aus dem DS-Teil, wenn ich mich nicht irre. Und da wurde man einfach von den Autos umgefahren. Scheiße. Boah, Alter. Hier darf man nicht zu schnell unterwegs sein. Ich glaube, hier sind die Pilze sogar hinderlich. Anstatt, dass sie einem helfen. Und man muss sehr gewählt sein. Mit den Kurven. Okay, nice. Ich krieg sogar mal ein Item. Ich dachte, ich verpasse das jetzt auch schon wieder. Hat mich gerade gerettet. Alter, ne? Mann. Wie kommen die hier so gut durch? Ein ja, es sind CPUs, klar. Aber es sieht so aus, als könnte man so nicht fahren. Als menschlicher Spieler. Boah, Alter. Scheiße. Nein, jetzt mach doch bitte. Nochmal Glück gehabt, dass der vom grünen Panzer getroffen wurde, Alter. Holy shit, sonst hätte ich den vierten gemacht.
Okay, wie steht's? Erster. Sehr, sehr schön. Und wenn ich mir das so anschaue... Ich weiß nicht, ob ich die 3 Sterne nachhole. Ich weiß es nicht. Wenn man dafür, sage ich mal, nur immer Erster werden muss, geht das noch klar, denke ich. Aber da ist es halt auch schon extrem gemein. Dafür müsste man schon deutlich mehr suchen. Weil gerade diese Highway-Strecke, die ist richtig kacke. Also reißt von Kurven her, meine ich. Scheiße, ich hätte hier nicht langfahren sollen, was tue ich denn? Ich bin so gut gefahren in der ersten Runde. Mann, verpisst euch. Und jetzt... Ah, das war Luck. Und jetzt werde ich einfach nur noch... Warum wurde ich davon getroffen? Mein Panzer ist kaputt gegangen und ich wurde getroffen. Was ein Scheißdreck. Komm, werfen wir den Müll mal weg. Bin so geil gefahren in der ersten Runde. Und jetzt sowas. Na komm. Versuchen wir mal hier rüber zu kommen. Boost, boost, boost. Okay, nice. Okay. Sehen wir mal zu, dass die alle hinter uns bleiben. Und natürlich werde ich jetzt schon wieder getroffen. Na, ich hätte den... Ich hätte den scheiß Boost gebrauchen können. Ich habe schon die ganze Zeit gedrückt, auch in den letzten Runden. Habe ich da immer gedrückt auf den scheiß Stunt-Knopf. Nur er wollte es nie machen. Er wollte den scheiß Stunt nie machen. Bei der blauen Rampe. Was soll das denn? Und ich habe nicht dumm gedrückt. Ich habe schon gedrückt, als wir auf der Rampe waren. Alter, was ist hier denn los? Nein, Alter, was ist hier denn los? Hat man die Treppe hochbekommt? Da gerade links? Au. Boah, Alter. Ja, geht doch. Kann man auch oben lang? Ich glaube, hier gibt es echt viele Wege, die man fahren kann. Hier kann man hoch. Hätte ich gern nochmal... Na, RIP. Gern nochmal einen Stunt gemacht. Boah, ist die Strecke schwer. Alter, ist die Strecke schwer. Ja, und man könnte da auch nochmal hoch. Sollte man, glaube ich, auch. Weil die Kurve hier unten ist kacke. Okay, hier kann man lang tatsächlich. Und sollte man auch. Das ist eine viel bessere Route. Okay, nice. Alter, was ist hier denn los? Was ist das für eine Strecke? Alter. Ich meine, ich gebe mir schon größte Mühe, hier vernünftig durchzukommen, aber ich krieg's nicht hin. Ein Goldpilz ist hier richtig scheiße. Goldpilz kann man... Mann, mach doch! Goldpilz kann man hier nicht benutzen. Muss damit vielleicht in die Wand reinfahren.
Nicht dein Ernst, Alter. Man muss damit vielleicht in die Wand reinfahren und kann sich dann irgendwie nach vorne boosten. Ach, Dritter. Zumindest etwas. Was ist das Ninja Dojo schon wieder für eine Strecke? Ich glaube, da brauche ich wirklich ein anderes Bike. Beziehungsweise generell bräuchte ich mal ein anderes Bike. Dieses Mittelding zwischen scharf driften und weit, also weit außen driften, gefällt mir echt nicht gut. Nun gut, ich schau mal für den nächsten Part, welches Bike man so benutzen kann. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Ich weiß noch nicht, wann das nächste Pack released wird. Also die nächsten 4 Strecken. Aber wir werden sie direkt dann zocken, wenn sie rauskommen. Und nicht wie jetzt das Mal, wo ich leider keine Zeit hatte. Und wo es dann etwas später kam. Oh, und ob ich das mit der vollen Punktzahl nochmal nachhole, weiß ich auch nicht, weil ja, es ist zwar einfacher als damals, wo man wirklich mega gut fahren musste, eine bestimmte Zeit haben musste, nicht Offroad fahren durfte und so weiter. Aber das Ninja Dojo ist echt schwer. Gut, ich schaue einfach mal, wie das mit dem neuen Bike so läuft. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.